Guten Morgen, ich darf euch herzlich begrüßen zum kirchlichen Unterricht heute. Wir beginnen damit, dass wir den Artikel lesen, den wir heute behandeln. Das ist Artikel 14 aus dem niederländischen Glaubensbekenntnis, Artikel 14 von der Schöpfung, Fall und Verderbnis des Menschen. Und wir lesen den Artikel wie immer gemeinsam. Wir glauben, dass Gott den Menschen aus dem Staub der Erde nach seinem Bilde geschaffen hat, gut, gerecht und heilig und in allem durchaus vollkommen und fähig, nach seinem eigenen Belieben seinen Willen nach dem Willen Gottes einzurichten und mit ihm übereinstimmend zu machen. Gott hat ihn geschaffen aus zwei Teilen bestehend, aus Körper und Seele. Der Körper war aus der Erde gemacht, Atem und Leben aber hauchte ihm Gott ein, sodass der Mensch von solcher Vorzüglichkeit ist, dass der menschliche Geist dem nicht gewachsen ist, sie auszudrücken. Denn dass er so gewesen sei, dass ihm nichts mehr fehle, als dass er nicht Gott war, bezeugt David: Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Als er aber in der Ehre war, wusste er es nicht und erkannte seine Herrlichkeit nicht. Er war dem Vieh ähnlich geworden, sondern gab sich mit Wissen und Wollen der Sünde und infolgedessen dem Tode und der Verdammnis hin. Als er den Worten und Täuschungen des Teufels sein Ohr leihend das Gebot des Lebens überschritt, das er von Gott empfangen hatte, und entfernte und entfremdete sich von Gott, seinem wahren Leben, durch die Sünde und verdarb seine ganze Natur und machte sie sündhaft. Dadurch machte er sich sowohl des leiblichen als des geistlichen Todes schuldig, wurde gottlos und verkehrt und in allen seinen Wegen und Bestrebungen verdorben, und verlor alle seine herrlichen Gaben, die er von Gott empfangen hatte, sodass ihm nur ganz kleine Funken derselben und Spuren geblieben sind, welche hinreichen, den Menschen alle Entschuldigung zu nehmen, aber keineswegs, um uns gut und Gott wohlgefällig zu machen, da alles Licht in uns in dunkle Finsternis verwandelt ist, wie die Schrift selbst lehrt, indem sie sagt: Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Denn hier nennt Johannes die Menschen deutlich Finsternis. Und im Psalm wird gesagt: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht schauen wir das Licht. Deshalb verwerfen wir mit Recht alles, was man hiergegen vom freien Willen des Menschen lehrt, da der Mensch ein Knecht der Sünde ist und nichts Gutes aus sich kann, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Denn wer möchte wagen, sich zu rühmen, dass er alles, was er wolle, leisten könne, da Christus selbst sagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Der heilige Paulus bezeugt, dass der natürliche Mensch so sei, wie ihn Adam in seinem Fall gemacht hat. Wer wollte sich mit seinem Willen brüsten, der einsieht, dass der Sinn des Fleisches eine Feindschaft ist wider Gott? Wer wollte sich seiner Einsicht rühmen, der weiß, dass der Mensch, der durch seine natürliche Seele allein geleitet wird, die Geheimnisse des Geistes Gottes nicht fasst? Überhaupt, wer wollte irgendeinen seiner Gedanken vorbringen, der weiß, dass wir nicht fähig sind, aus uns selbst irgendetwas zu denken, sondern dass alles das, wozu wir fähig sind, aus Gott ist? Denken ist noch weniger als tun. Gewiss und fest muss daher bleiben, was der Apostel gesagt hat: Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen.
Denn keine Einsicht und kein Wille ist mit dem Sinne und Willen Gottes übereinstimmend, den nicht Christus im Menschen gewirkt hat. Was er uns selbst lehrt, indem er sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Christus sagt auch dies, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Wo ist daher sein freier Wille? Ich bete zu Beginn mit uns. Lebendiger, heiliger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns diesen Sonntagmorgen schenkst, diesen Tag, ersten Tag einer neuen Woche, dass wir ihn beginnen dürfen, indem wir auf dein Wort hören, dass wir an diesem Morgen erfahren dürfen, wozu du uns geschaffen hast und warum wir in unserer Misere sind, in der Lage, in der wir jetzt sind, dass wir aber auch verstehen, welche Bestimmung du unserem Leben gibst und welche Hoffnung es dennoch gibt. Himmlischer Vater, wir bitten dich, gib uns deinen Heiligen Geist, leite uns in alle Wahrheit und lehre uns, denn du bist der Gott unseres Heils. Das beten wir im Namen Jesu. Amen. Die Gliederung dieses Artikels, ich denke, die ist ganz einfach und wird schnell deutlich. Es geht zu Beginn darum, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist und was das bedeutet. Im zweiten Teil geht es darum, was der Fall, der willentliche Fall und seine Folgen sind. Und im dritten Teil geht es um den geknechteten Willen. Der dritte wird etwas aus zeitlichen Gründen sicherlich hinten runterfallen und kurz kommen. Aber vielleicht können wir auch in der Fragerunde, wenn es Fragen gibt, darüber noch reden. Erstens, geschaffen im Ebenbild Gottes. Wir haben ja jetzt schon in den vergangenen Wochen immer in der Genesis-Reihe von Sebastian, aber auch in den letzten zwei Stunden im kirchlichen Unterricht die Schöpfung behandelt, beziehungsweise die Schöpfung und Erhaltung und Vorsehung. Und wir haben dort schon häufig gehört, dass Gott am Anfang die Erde geschaffen hat und wir erfahren im Schöpfungsbericht, Gott hat die Erde geschaffen, damit sie ein Raum, eine Lebensgrundlage für den Menschen ist, in erster Linie für den Menschen. Und das ist vielleicht das, worin der Schöpfungsbericht dem, was die Evolution lehrt, am ehesten entgegensteht uns als allererstes, nicht in irgendwelchen zeitlichen Dingen, sondern darin, dass der Mensch ein bewusster Akt Gottes ist, dass der Mensch existiert, ist ein willentlicher Akt Gottes. Gott hat seine Liebe, seine ganze Kreativität, seine Souveränität in die Schöpfung und besonders in die Schöpfung des Menschen gelegt. Und der Mensch ist nicht, wie es in der Evolution ist, einfach nur ein Zufallsprodukt, einfach nur ein kleines Rädchen im Getriebe, das vielleicht irgendwann rausfliegt, überfahren wird. Es geht nicht um das Überleben des Stärkeren, sondern es geht darum, dass Gott uns das Leben geschenkt hat. Gott hat also die Erde geschaffen, Gott hat uns geschaffen, damit der Mensch wie er selber die Erde kultiviert, sie sich untertan macht, damit er regiert. Und wir hören schon im ersten Buch der Bibel, dass Gott den Menschen sozusagen, Sebastian hat es auch in seiner Predigt gesagt, wie antike Statuen gemacht hat, die in früheren Reichen dafür standen, in verschiedenen Teilen des Reiches, damit man weiß, wer hier herrscht, wer hier regiert. Und sozusagen waren diese Statuen die Zeichen eines solchen Herrschaftsgebietes, die den Leuten vor Augen gestellt haben und vergewissert haben, hier regiert dieser König. Und genauso ist der Mensch so ein Ebenbild Gottes, das seine Herrschaft auf dieser Erde widerspiegeln soll, seine Herrschaft auf dieser Erde ausführen soll. Und Gott segnet die Menschen zu diesem Zweck, dass sie fruchtbar sind, dass sie sich mehren, dass sie arbeiten und sein Reich ausbreiten. Und das steht schon dieser Schöpfungsbericht steht im Gegensatz damit zu allen zeitgenössischen Berichten, die es gab, assyrischen Berichten, babylonischen und anderen, wo
es nicht darum geht, dass Gott sich ein Bild macht, sondern eher darum, auf der anderen Seite, dass der Mensch sich ein Bild von Gott macht. Der Mensch macht sich ein Bild, stellt ein Bild her und betet das an. Der Schöpfungsbericht sagt, berichtet gerade das Gegenteil. Gott ist unsichtbar, Gott ist nicht zu sehen, er ist Geist, aber er hat sich im Menschen ein Bild gemacht. Er hat sich etwas gegenübergestellt. Und diese vertikale Beziehung zwischen Gott und Mensch, die ist von Anfang an darauf angelegt, dass sie in eine horizontale Beziehung zwischen Menschen, zwischen Familien, zwischen Ehen, zwischen Beziehungen sich widerspiegelt. Wir sehen also erstens, die Erde ist als ein Raum geschaffen, ein Lebensraum für die Schöpfung und besonders für den Menschen. Und zweitens, der Mensch ist von Anfang an auf eine Beziehung zu Gott hin angelegt. Das macht sein ganzes Wesen aus, das macht sein Ebenbild aus, dass er auf Gott hin angelegt ist. Es gibt nicht nur eine irdische, sichtbare Welt, sondern das Sichtbare korrespondiert schon immer mit dem Unsichtbaren, mit einer geistlichen Welt. Und das wird ganz besonders, wie wir auch letzte Woche gehört haben, das wird ganz besonders am Sabbat deutlich, an diesem Schöpfungssabbat. Dort wird deutlich, dass es in der ganzen Schöpfung besonders eigentlich um das Gottesverhältnis geht. Es geht nicht nur um die Tätigkeit des Menschen, um sein Arbeiten, um sein Tun, sondern er soll aus all dem aufblicken zu Gott und sich an Gott erfreuen, ihn verherrlichen. Und dafür ist der siebte Tag da, dass er im Grunde allen anderen Tagen gegenübersteht, als eine stetige, ständige, nicht abgeschlossene Größe. Der siebte Tag wird nicht eingegrenzt, sondern er steht allen anderen Tagen gegenüber, damit der Mensch an diesem Tag immer wieder bedenkt, dass nicht die Schöpfung dazu da ist, dass er ihr dient, dass er nicht in den Götzendienst verfällt, sondern dass es einen wahren Gott gibt, einen Schöpfer, einen Anfang und ein Ende, und dass er diesen Gott anbeten soll. Das ist seine Berufung, diesen Gott anzubeten, sein Reich zu bauen. Und dazu wurde er von Gott befähigt. Dazu hat er Herrlichkeit empfangen, dass er in der Welt Gottesdienst feiert und Gott ehrt. Und der Katechismus zitiert hier aus Psalm 8, sozusagen als Gipfel der Herrlichkeit, heißt es dort in Psalm 8, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Gott hat den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und er hat ihn ein wenig niedriger als sich selbst, als Gott gesetzt. Sozusagen als Vizekönig in seiner Schöpfung, als Teilhaber seiner Herrlichkeit. Dieses Wesen seiner Ebenbildlichkeit, dieses Wesen des Menschen wird später auch im Neuen Testament beschrieben, wenn es um die neue Schöpfung geht, wenn es um die Wiederschöpfung des Menschen in Jesus Christus geht. Und das niederländische Bekenntnis geht hier darauf ein, wenn es den Menschen als gerecht und heilig bezeichnet und zitiert da zwei Stellen aus dem Neuen Testament, die ich kurz lesen möchte, nämlich Epheser 4, Vers 24. Und Kolosser 3, Vers 10. Epheser 4, Vers 24 heißt es, und den neuen Menschen angezogen habt, ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und Kolosser 3, Vers 10 beginnt ähnlich, und den neuen Menschen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Zum Wesen des Menschen, zum Wesen seiner Ebenbildlichkeit gehört also, dass er in Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen ist. Und das meint, dass er in Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes steht. Das bedeutet Gerechtigkeit. Er ist von Grund auf so geschaffen, dass er mit dem Gesetz Gottes übereinstimmt. Das war das Ziel. Das war immer schon die Bestimmung des Menschen, dass er Gottes Wesen, Gottes heiligem Willen entspricht. Und Heiligkeit weist auf die innere Haltung des Menschen hin, dass er gut und gerecht ist, dass er das Gute und Richtige sucht und umzusetzen in der Lage ist. Und diese beiden Beschreibungen, die hier gemacht werden, die stehen, wenn Paulus das schreibt, sozusagen im Kontrast zu all dem, was mit dem Menschen geschehen ist nach dem Sündenfall. Sie sind etwas, was wir erst in der neuen Schöpfung, in Jesus Christus, wiedergewinnen, was aber in der alten Schöpfung, in der ersten Schöpfung auf jeden Fall angelegt war.
Das heißt also, der Mensch war von Anfang an geschaffen, dass er Gottes Willen entspricht, dass er darin seine ganze Fülle, seine Freude hat, dass er mit Gottes Gesetz übereinstimmt. Und ein zweiter Punkt, der in Kolosser 3, Vers 10 deutlich wird, dass er Gott kennt. All das, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit kommt daher, dass er geschaffen ist als jemand, der Gott kennt. Das ist das, was den Menschen vor der ganzen anderen Schöpfung, vor allen Tieren hervorhebt, dass er als ein Gegenüber geschaffen ist, als jemand, mit dem Gott reden kann, der Gottes Wort hören kann, der Gott wirklich kennen kann auf einer gewissen Ebene, der verstehen kann, wer Gott ist, dem sich Gott offenbaren kann. Wir werden dann Stück für Stück auch weiter im Bekenntnis erfahren, wie es dazu kommt, dass diese Gerechtigkeit und Heiligkeit im Menschen wiederhergestellt wird. Wir erfahren hier zuerst, dass diese Gerechtigkeit und Heiligkeit verloren gegangen ist mit dem Fall des Menschen. Dass diese Erkenntnis Gottes verloren gegangen ist. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir noch kurz auf einige andere Aspekte eingehen, auf einige andere Aspekte der Ebenbildlichkeit. Ein wichtiger, ein wesentlicher Aspekt, das Bekenntnis hier nennt, ist, dass der Mensch als Körper und Seele geschaffen ist. Und da bezieht sich das Bekenntnis auf Genesis 2, auf das erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7. Dort heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, der Mensch ist einerseits aus Erde geschaffen, aus Erde, die Gott geschaffen hat, die Gott gemacht hat. Und andererseits hat ihm Gott seinen Geist eingehaucht. Er hat ihm eine lebendige Seele geschenkt, seinen Lebensodem. Und von diesem Lebensodem ist der Mensch abhängig, dass er nicht nur lebt, sondern dass er überhaupt eine Beziehung zu Gott haben kann. Das heißt, Leib und Seele sind untrennbar miteinander verbunden einmal. Es wird nicht irgendwie hier dualistisch der Leib über die Seele oder die Seele über den Leib geschätzt. Ich finde, dass das niederländische Bekenntnis macht hier wunderbar deutlich, dass der Körper nicht unwichtiger ist als die Seele, sondern aus der Erde, die Gott selbst geschaffen hat, das heißt, die schon wunderbar und gut geschaffen war, hat Gott den menschlichen Leib geschaffen und bläst ihm seinen Odem ein, befähigt ihn zur Gemeinschaft mit Gott, gibt ihm eine Seele. Und auch diese Leibhaftigkeit ist Teil der Ebenbildlichkeit des Menschen. Das vergessen wir vielleicht häufig oder das kommt immer zu kurz. Wie ist das mit unserem Leib, mit unserem Körper? Gehört er auch zur Ebenbildlichkeit, wenn Gott keinen Leib hat? Auch das ist Teil der Ebenbildlichkeit. Wir repräsentieren Gott nicht nur, indem wir herrschen auf Erden, nicht nur in unserer Beziehung zu ihm, nicht nur indem wir Gemeinschaft mit ihm haben, sondern auch indem der Mensch als Mann und Frau Gemeinschaft miteinander hat. Der Mensch ist auf Beziehung, auf Gemeinschaft angelegt. Und diese Beziehung zu Gott, die soll sich widerspiegeln in den Beziehungen zu seinen Mitmenschen. Daraus kommt die Würde, die allen Menschen anhaftet. Würde, die alle Menschen haben. Und daher ist jede Diskrimination aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von Rasse oder sonst was grundsätzlich ausgeschlossen. Der Mensch ist auch in seiner Geschlechterunterscheidung zwischen Mann und Frau als Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, der Mann in seiner Männlichkeit und die Frau in ihrer Weiblichkeit spiegeln Gottes Bild wider. Und so wie wir in der Beziehung zueinander leben, besonders in der Ehe, spiegeln wir Gott wider. Gottes Liebe, Gottes Angelegtsein, Gottes Wunsch nach Beziehung. Nicht nur Beziehung innerhalb seiner selbst, innerhalb der Dreieinigkeit, aber auch Beziehung zu anderen, Beziehung zur Schöpfung. Paulus zieht ja später dieses Bild der Ehe zwischen Mann und Frau heran, um zu zeigen, welche Beziehung Christus, also Gott, zur Gemeinde hat. Wie Gott die Gemeinde liebt, wie Gott der Gemeinde seine Güte erweist, wie Gott die Gemeinde rettet, wie Gott sich für die Gemeinde hingibt. Genau so spiegeln wir in unseren Beziehungen zueinander
Gott wieder, wenn wir so lieben wie er, wenn wir uns füreinander hingeben, wenn wir einander dienen, wie er gekommen ist, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um selber zu dienen. Ein letzter Punkt, den wir hier machen wollen, ist, dass wir vom Bund Gottes mit den Menschen reden. Das wird hier nicht direkt erwähnt, aber die Sprache, die Worte, die hier benutzt werden, besonders wird das aus dem Lateinischen deutlich, die waren immer schon die Worte, die gebraucht wurden theologisch, um vom Bund zwischen Gott und Mensch zu reden. Die Beziehung von Gott und Mensch war von Anfang an eine Beziehung, die in einem Bund gefasst war. Das heißt, ein Verhältnis, das sie miteinander hatten, das bestimmte Regeln hatte, bestimmte Ordnungen, aber auch immer schon bestimmte Verheißungen, bestimmte Versprechungen. Und dass Adam im Bund mit Gott stand, das wird ganz, ganz praktisch, ganz wörtlich gesagt. Zum Beispiel in Hosea 6, Vers 7, dort heißt es, sie aber, die Israeliten, haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Also ist ganz klar, im Alten Testament von Anfang an hatten die Menschen einen Bund mit Gott, war Adam geschaffen im Bund mit Gott. Und zwar spricht man hier vom Schöpfungsbund oder auch vom Werkbund, wo der Mensch ursprünglich so geschaffen war, der Mensch war so geschaffen, gemacht von Gott, dass er ganz Gottes Gesetz erfüllen konnte, dass er sozusagen auf Gott hin, auf sein Gesetz hin, auf die Beziehung mit Gott hin angelegt war. Das war irgendwie nichts Fremdes für den Menschen, sondern es war etwas, auf das der Mensch grundsätzlich angelegt war. Und um in diesem Bild von dem Baum der Erkenntnis und des Guten und des Bösen zu reden, könnte man sagen, der Mensch wusste von Anfang an, was gut war. Es ist nicht so, dass der Mensch nicht wusste, was gut war. Der Mensch wusste, was gut war, weil Gott ihm gesagt hat, was gut war. Und der Mensch war darauf angelegt, in diesem Guten zu leben. Der Mensch war ganz darauf angelegt, Gottes Wort zu glauben, sich in der Gemeinschaft mit Gott zu erfreuen, sein Gesetz zu halten, ihm gehorsam zu sein, Gottes Willen zu tun, seine Herrschaft auszubreiten. Das war das Leben des Menschen. In dem Sinn wusste der Mensch sehr wohl, was gut und richtig war. Adam war also, und das wissen wir aus der Bibel, Adam war von Anfang an dazu fähig, Gottes Gebote zu halten. Gott hat ihn sehr gut geschaffen, Gott hat ihn heilig und gerecht geschaffen. Er kannte Gott, er wusste, was Gott will und konnte seine Gebote halten. In der Theologie sagt man, dass er fähig war, nicht zu sündigen. Dass er also fähig war, Gottes Gebote zu halten, fähig war, so zu leben, wie Gott will. Und Gott hat ihm diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen nicht irgendwie als Stolperstein gegeben. Das war keine Fußangel, nicht etwas, womit Gott den Menschen reinlegen wollte, sondern das war eigentlich eine Art Zeichen, eine Erinnerung, eine Art Sakrament, ein Hilfsmittel, durch das der Mensch daran erinnert werden sollte, dass er Gott allein zu gehorchen hat, dass er Gottes Willen tun soll. Ein Theologe hat diesen Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ganz treffend als Thron Gottes bezeichnet. Dieser Baum war der Thron Gottes in Eden. Der Mensch sah daran, dass er gemacht war und dass sein Heil genau darin bestand, den Willen Gottes zu tun. Und Gott sein Gott sein zu lassen, Gott zu dienen. Genau diesen Zweck sollte das Gebot immer erfüllen, auch für Israel später, auch für uns. Allerdings so, dass wir dieses Gebot nicht mehr erfüllen können, im Gegensatz zu Adam. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen war also wie eine Art Prüfung, eine Bewährung. Aber eine Prüfung ist ja nicht an und für sich schlecht. Wenn man die Dinge weiß, die in der Prüfung abgefragt sind, ist eigentlich ganz einfach. Meistens ist es andersrum, dass man sich unsicher ist. Aber grundsätzlich ist eine Prüfung eigentlich eher dazu da, um einen zu ermutigen und zu zeigen, was man alles schon weiß, um das, was man weiß, zu festigen. Adam stand also mit Gott im Bund,
Und zwar in einem solchen Bund, dass Gott ihm dieses Gebot gegeben hat als Bewährung, als Prüfung und dass der Mensch, wenn er dieses Gebot gehalten hätte, dass er dann vollkommen geworden wäre, dass er gesegnet worden wäre mit ewigem Leben, mit ewigem Heil. Dass er daran gezeigt hätte, ja, ich bin gut, ja, ich bin so, wie du mich geschaffen hast. Ich bin ganz auf dich angelegt, ich liebe dein Gesetz. Das ist meine größte Freude. Dafür war dieser Baum gedacht. War also kein Stolperstein, sondern eigentlich eine Art Zeichen, eine Erinnerung, was den Menschen eigentlich ausmacht. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zum Fall in die Sünde und den Folgen dieses Falls. Ich denke, wenn wir sehen, wie wunderbar Gott den Menschen gemacht hat, wenn wir sehen, wie herrlich Gott den Menschen geschaffen hat, dass er ihn mit allem beschenkt hat, was er brauchte, dass der Mensch alles hatte, was er brauchte, dass er sogar den Wunsch, das Sehnen des Mannes nach einer Frau, das lesen wir auch in Genesis 2, das wird heute glaube ich noch nicht, nächstes Mal in der Predigt vorkommen, dann können wir nur staunen und können auf der anderen Seite nur erschrecken, wie tief der Mensch gefallen ist, von welchem Gipfel eigentlich der Herrlichkeit der Mensch gefallen ist und wie groß dieses Problem ist, das der Mensch heraufbeschworen hat, indem er auf die Schlange gehört hat, dass der Mensch nicht auf Gott nicht geglaubt hat, dass der Mensch immer noch mehr haben wollte, dass Adam eben auch das noch haben wollte, was er nicht haben sollte und worin sich gerade eigentlich seine Gutheit zeigt, seine Güte. Adam, also der die Krone der Schöpfung war und das Ebenbild Gottes, der ist, das lesen wir in Hosea 6, Vers 7, der ist aus diesem Bund herausgefallen, der hat den Bund mit Gott übertreten und hat damit alles verloren oder zumindest fast alles. Es stellt sich hier die Frage, ob der Mensch auch nach dem Fall in Sünde immer noch Gottes Ebenbild ist. Und das können wir mit Jein beantworten, in gewisser Weise ja, er ist immer noch Gottes Ebenbild, das lesen wir später in Genesis 5, Vers 13, wo es heißt, dass Adam die Ebenbildlichkeit an Seth, seinen Sohn, weitergegeben hat, das heißt sozusagen wie eine Vater-Sohn-Beziehung, so ist auch die Ebenbildlichkeit zwischen Gott und Mensch. Diese Ebenbildlichkeit war noch da und wir lesen es später auch bei Jakobus 3, Vers 8, dort geht es darum, dass der Mensch, der an Gottes Ebenbild geschaffen ist, Gott preist mit seiner Zunge und dass er zugleich den, der auch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, mit dieser Zunge aber lästert und damit eigentlich Gott flucht. Also ja, Gott hat noch, der Mensch hat noch gewisse Aspekte seiner Ebenbildlichkeit und das Bekenntnis spricht hier von Spuren und ganz kleinen Funken, die ihm geblieben sind. Und trotz des menschlichen Unglaubens, trotz dieser Undankbarkeit, hält Gott noch immer an seinem ursprünglichen Auftrag an den Menschen fest und hat noch immer im Gedächtnis, wer der Mensch eigentlich ist und was er tun soll. Das Gebot und der Auftrag, als Ebenbild zu leben, der bleibt also bestehen. Aber der Mensch ist seitdem nicht mehr fähig, das auszuleben. Und es gibt in einem gewissen Teil, oder wir können in einem gewissen Sinne auch sagen, nein, der Mensch hat diese Ebenbildlichkeit eigentlich verloren. Er ist nicht mehr gerecht und heilig, er kennt Gott nicht mehr, er weiß nicht mehr, wer Gott eigentlich ist. Und John Owen hat gesagt mal, ganz treffend, ein wesentlicher Aspekt, wenn nicht sogar der wesentliche Aspekt der Sünde nach dem Fall ist die Unwissenheit des Menschen, dass der Mensch Gott nicht mehr kennt und nichts mehr von Gott weiß. Und aus dieser Unwissenheit kommt alles andere, kommen alle anderen Probleme. Der Mensch weiß nicht mehr, wer Gott ist und weiß daher auch nicht mehr, wer er selber eigentlich ist. Das niederländische Glaubensbekenntnis verwendet hier am Anfang eine Formulierung, die außergewöhnlich ist, die einzigartig ist. Es heißt, Seite 151 unten ist das, als er aber in der Ehre war, wusste er es nicht und erkannte seine Herrlichkeit nicht. Er war dem Vieh ähnlich geworden.
Das ist an Psalm 49, Vers 21 angelegt, diese Formulierung. Dort heißt es, der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Und das meint im Zusammenhang mit dem Bund, in dem der Mensch steht, mit dem Werkbund. Das heißt, wenn er Gottes Gesetz erfüllt, wird er leben. Das ist dieser Bund. Das heißt, dass Adam nicht verstand und nicht begriffen hat, dass er, wer er selber ist, dass er sich nicht selbst erfasst hat, nicht begriffen hat, dass ihn Gott als sein Ebenbild geschaffen hat, als einen Bundesgenossen mit Gott. Und weil er das aus dem Blick verloren hat, weil er vergessen hat, was Gott ihm alles geschenkt hat, weil die Schlange ihm etwas vorgelogen hat, dadurch hat er auch die Möglichkeit verloren, Gottes Gebot zu halten. Hätte er im Blick behalten, dass er Gottes Ebenbild ist, dass er Gottes Bundesgenosse ist, dann wäre er auch fähig, dem Gebot Gottes zu gehorchen und die Versuchung des Teufels zu verwerfen. Der Mensch hat also, weil er den Worten der Schlange sein Ohr geliehen hat, die richtige Einschätzung der Situation verfehlt. Nämlich, dass er eigentlich im Besitz all der Güter, all der Liebe und Wahrheit Gottes ist. Er hat aus den Augen verloren und Gott misstraut und ist dann mit Wissen und Wollen, wie es hier heißt, in Sünde gefallen, hat gesündigt, hat sich der Sünde unterworfen, weil er aus den Augen verloren hat, dass Gott ihm eigentlich alle Wahrheit gesagt hat, dass er ihm schon alles geschenkt hat, seine ganze Liebe geschenkt hat. Und dass dieses Gebot des Lebens dazu da war, wie es hier heißt, das Gebot des Lebens, dass er lebt, dass der Mensch gerade daran zeigt, dass er auf Gott hin geschaffen ist, dass er so geschaffen ist, dass er Gottes Gesetz erfüllt. Aber er hat das verworfen. Er hat Gott aus den Augen verloren. Er hat sich in Undankbarkeit gegen Gott aufgelehnt und verdarb damit seine ganze Natur und machte sie sündhaft. Das niederländische Bekenntnis listet dann hier eine ganze Reihe von Folgen der Sünde auf. Wir können nicht auf alle einzelnen Dinge eingehen. Es spricht hier davon, dass wir von Gott getrennt sind. Es spricht von der Verderbnis unserer ganzen Natur, das heißt Leib und Seele. Es spricht davon, dass wir dem körperlichen und auch dem seelischen Tod unterworfen sind. Und dann auch eben von der Verfinsterung unseres Verständnisses, das heißt, dass wir Gott nicht mehr kennen und dass wir in Unglauben und Verwirrung und Gottlosigkeit geworfen sind. Und aus dem heraus, was das niederländische Glaubensbekenntnis hier sagt, ist es eigentlich ganz logisch und folgt es wie von selbst, dass wir den freien Willen, dass wir diese Behauptung eines immer noch freien Willens verwerfen. Das ist ja immer schon eine Diskussion gewesen in der Kirchengeschichte, dass der Mensch einen freien Willen hat. Man redet vom Pelagianismus oder vom Semi-Pelagianismus, weil der Erste, der so richtig dort debattiert hat, der für diese Lehre eingestanden ist, Pelagius hieß, ein Ire im 5. Jahrhundert, der in Rom war und dann auch in Nordafrika und mit Augustinus, dem Kirchenvater, diskutiert hat. Und aus all dem, was wir hier im niederländischen Glaubensbekenntnis lesen, dass der Mensch von Gott getrennt ist, dass er eigentlich tot ist in seiner Seele, dass er keinen Draht mehr zu Gott hat, aus all dem folgt wie von selbst, dass der Mensch keinen freien Willen mehr hat. Und Luther hat ganz richtig gesagt, dass einen freien Willen zu haben, je nachdem wie wir das verstehen, einen freien Willen zu haben, ist etwas, was allein Gott hat. Allein Gott hat einen freien Willen, allein Gott kann vollkommen souverän entscheiden. Und ja, in Freiheit entscheiden. In gewisser Weise können wir vom freien Willen auch so reden, dass nicht einmal Gott einen vollkommen freien Willen hat, weil auch Gott immer schon von seinem eigenen Wesen her bestimmt ist. Der Wille als Ausdruck dessen, was wir vorhaben, als Ausdruck unseres Wesens, als Ausdruck unserer Sehnsüchte, unserer Wünsche, ist also niemals getrennt von dem, wer wir sind, von dem, was wir eigentlich wollen und von dem, was wir nicht wollen. Und in dem Sinne will Gott auch nur das vollkommen Gute, das Reine, das Gerechte, das Wahre. Kann niemals etwas anderes wollen.
Wir erfahren aber aus der Schrift, dass der Mensch eben, weil er von Gott abgefallen ist, ins Gegenteil gefallen ist, dass der Mensch nicht mehr das reine, gerechte und wahre will, sondern willentlich und wissentlich sich in die Sünde hingegeben hat, sich der Sünde unterworfen hat, der Lüge geglaubt hat statt der Wahrheit und deshalb das zu seinem Wesen geworden ist. Und die Argumentation, die das niederländische Glaubensbekenntnis hier anführt, ist eigentlich im Grunde nur eine Anreihung, eine Aneinanderreihung von Bibelstellen. Ich möchte die mal aufzählen. Ich denke, allein die Menge dieser Stellen, allein die Klarheit dessen, was hier gesagt wird, macht es ganz deutlich, was die Schrift über den freien Willen sagt. Es wird Johannes 8, Vers 34 zitiert, wo es heißt, der Mensch ist ein Sklave der Sünde. Johannes 3, Vers 27 heißt es, der Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Der Mensch, Christus sagt in Johannes 6, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, der Vater zieht ihn, der mich gesandt hat. Paulus schreibt, dass das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, in Römer 8, Vers 7, dass der natürliche Mensch nichts annimmt, was vom Geist Gottes ist, dass wir von uns aus nicht fähig sind, irgendetwas zu denken, sondern unsere ganze Tüchtigkeit und Fähigkeit von Gott kommt. Und dass Gott beides wirken muss und beides wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und Jesus Christus sagt seinen Jüngern, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es wird hier also deutlich, dass der Mensch nicht nur in allem Natürlichen, in seinem ganzen natürlichen Leben, nämlich im tagtäglichen Aufstehen, Atmen, gesund sein, arbeiten können, einen Kopf über dem Dach haben, dass er nicht nur an all diesen Dingen von Gott abhängt, in all diesen geringeren Dingen, sondern dass er in den wesentlichen, entscheidenden Dingen von Gott abhängt, nämlich dass er nicht fähig ist, Gott zu lieben, das zu wollen, was Gott will. Und es ist schon ein Widerspruch, wenn diejenigen, die für den freien Willen argumentieren, sagen, dass Gott zwar all die anderen Tugenden schenken muss, dass wir Gott um Geduld bitten, dass wir Gott um Liebe bitten, dass wir Gott um Reinheit bitten, dass wir Gott um Disziplin, um Fleiß bitten und um alles Weitere, aber dann doch die Entscheidung für das Wesentliche, nämlich zu glauben oder nicht zu glauben, dass wir das von uns aus könnten, dass wir dazu von uns aus in der Lage wären. Aber mit dem Fall Adams wird deutlich, ist diese Fähigkeit zu glauben verloren gegangen. Adam, der nicht mehr diese Abhängigkeit von Gott wollte, in diesem Punkt, dass er auf Gott angewiesen ist, dass Gott ihm den Lebensodem erhält, dass Gott ihn erhält, der diese Abhängigkeit nicht wollte, der hat sich in tausend andere Abhängigkeiten geworfen, nicht zuletzt Abhängigkeit und in die Herrschaft unter den Teufel, der regiert. Ich will abschließen, indem ich dazu die Dortrechter, aus der Dortrechter Lehrregel zitiere. Dort heißt es in Kapitel 3 und 4, in Artikel 10, dass aber andere, die durch den Dienst des Evangeliums berufen sind, kommen und sich bekehren, das ist nicht dem Menschen zuzuschreiben, als wenn er sich durch seinen freien Willen von anderen, die mit gleicher oder wenigstens hinreichender Gnade zum Glauben und zur Bekehrung begabt sind, trenne, sondern es ist Gott zuzuschreiben. Die Hoffnung und die Verheißung allerdings ist, dass Gott in Jesus Christus selber Mensch geworden ist, dass Jesus Christus das eigentliche Ebenbild ist und dass er gekommen ist, um an unsere Stelle zu treten, um an unserer Stelle diesen Bund, den Gott mit Adam hatte, einzuhalten, das Gesetz Gottes zu halten und damit Gerechtigkeit und ewiges Leben zu erwerben und wiederzubringen. Dass wir also nicht selbst mehr das können, was wir eigentlich sollten, was Adam sollte, nämlich Gottes Gesetz halten. In diesem Bund sind wir absolut unfähig, aber dass Gott einen neuen Bund geschlossen hat mit Abraham und dann in Christus diesen Bund erfüllt hat, dass wir durch Glauben an Jesus Christus all das geschenkt bekommen, was er erworben hat.
Amen.